So, machen wir den 20. Obwohl, das brauche ich ja, kann ich ja. Den 24, den 19, den 20. So, da geht der radioaktive Strahlung, müsste sich ausbreiten und was auch immer da jetzt irgendwo noch war, eventuell killen. Das bringt uns nichts. Genau. Dann noch Raum 6, dann noch Raum 9. Ach, genau. Was auch immer da jetzt drin ist, wenn es radioaktive Strahlung nicht gut verträgt, soll das definitiv erledigt sein. Ha. Oh, nein. Was? Fast vergessen. Na gut, ist nun eh egal. Ich werde jetzt einfach mal alle zurückholen und mal sehen, was jetzt bleibt, ob wir jetzt tatsächlich noch eine Möglichkeit haben, jetzt hier irgendwie das Schiff zu übernehmen oder nicht. Und wir haben Kyle gefunden. So, steht da jetzt irgendwo was? Objectives. Cosmic Events, Super Predator, dieses Super Schiff Grey Goo, Singularity Unfiled. Ah! Ach ja, Theorie. Sozusagen unsere Theorie, die wir da aufstellen zu jedem Objective und zu jedem Event. Und vermutlich, je nachdem, wie viel mehr wir davon über eine Erfahrung bringen, desto mehr klären die sich auf, die Dinger. Alles klar. Wo machen wir denn hin? Ich würde sagen, dahin dann und dann nach rechts. Erstmal unsere Drohnen anschauen. Kyle, du kannst mit. Wie swap ich dich? Alles klar, du hast einen Turret. Ein Turret, das ist gut, Kyle. Kyle. Was mache ich denn mit dir? Brauchen wir dich sofort schon? Eigentlich nicht unbedingt. Aber vielleicht. Oh, das müsste ich ja erstmal vollständig reparieren. Kyle, tut mir leid, das passiert jetzt noch nicht gleich. Vielleicht ein bisschen. Modification. Geil, okay, wir reparieren dich ein bisschen. Ein kleines bisschen. So, Motion können wir wieder auffüllen. Ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ob mir jetzt einfach das. Ich glaube, das Schiff kann man wirklich nicht einfach so übernehmen. Für ein Universum. Wie viele Level gibt es denn da bitte schön noch? Ist vielleicht sowas Transdimensionales passiert irgendwie? Ha, schwierige Sache. Die Gnomon. Infestation Types 1, auch wieder ein. Medical Ship. Schauen wir mal hin. So, schauen wir uns mal an, was hier so das Schiff so kann. Ah, Dormann-Drohne gefunden, Raum 2. Okay, Hülle ist wieder nicht so total gut. Patienten, Transport, keine Kommunikation gefunden. Okay, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Das ist ein verdammt langer Raum. Machen wir schon mal den Strom an.
Okay, ist wieder ein größeres Schiff. Und da ist auch ein Power Inlet. Eine Ship Upgrade. Reroute Power, destroyed, cannot use tow. Ah, jetzt haben wir schon so viele Schiff-Upgrades gefunden, aber alle zerstört oder irgendwie nicht mitnehmbar. Ist ja natürlich klar, dass da im Raum bla bla was ist. Dann machen wir mal die Tür 13 auf und warten, bis es da rausgeht. Was auch immer da drin ist. Alles klar. Danke für Ihre Kooperation. Hehe. So. Machen wir jetzt die Tür auf. Aha, das ist Nathan. Ist destroyed. Oh, wir können mal swappen. Hast einen Sensor. Oh, du hast eine. Oh. Schön. Dein Sensor. Den können wir dann noch mitnehmen. Okay, Navigate 2, Raum 2. Da können wir. Ich meine, er braucht es eigentlich nicht, aber er kann ja den Sensor mitnehmen. Damit wir es nicht wieder verlieren. Was macht denn Sensor? Okay, da wird der Raum gescannt. Ach, Sensor droppt. Ah, alles klar, da bleibt dann in den Raum. Ach so, das ist natürlich praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch. Das ist natürlich praktisch, praktisch, praktisch. Und wir haben auch eine Drohne. Das ist schön, da können wir alles klar, da können wir das alles so nutzen. Da kann ich jetzt Tür 13 wieder aufmachen und dann sehe ich, wenn das da wieder reinmacht. Alles klar, das ist aber praktisch. Machen wir zu, machen wir die 13 auf. Warten, bis es wieder reingeht, dann schließen wir es wieder ein und dann ist alles fein. Obwohl, machen wir die 13 mal zu. Wir können mal kurz schauen, ob in Raum 7 was ist, indem wir das Tür 30 aufmachen. Was immer sich da drin verbirgt, geht dann vermutlich in Raum 2, weil Raum 2 so schön attraktiv ist. Und ja, dann machen wir einfach zu, wenn das passiert. Was war das? Was? Drohne 1, Videosignal verloren. Hallo? Ah, wieder da. Jagt mir her ein Schrecken ein. Okay. Luke, dein Auftritt. Raum 4, D3, Tür 33. Hat man auch noch nicht gesehen. Was man auch machen kann, wir tun eine Drohne starten, machen Tür 16 auf. Komm, Drohne, geh in Tür 16. Das ist total cool. Oh, Tür 16 dann wieder zu. Alles klar, genau. Und jetzt können wir der Drohne schön zusehen, wie die hier alles für uns erkundet. Raum für Raum. Genau. Was ist denn in Raum 7? Ist der okay? Ah. D24. Meinetwegen. D30 machen wir zu. Nein. Ah, verdammt. Verdrückt. Oh, die anderen Räume scheinen ja alle clean zu sein. Das ist ja super. Also mit der Drohne ist nicht schlecht, definitiv nicht. Können wir mal schnell schauen, ob in... Machen wir erstmal D18 auf. D33, Navigate 1, Raum 9, da gibt es Scrap zu holen. Ja, wir können auch Tür 32 aufmachen, weil da ist jetzt auch nichts weiter drin. Raum 34 sollten wir auch aufmachen können. Ich tippe es vorsichtshalber nochmal ein, nicht, dass jetzt irgendwas passiert. Nee. Drohne kann dabei fein weiterfliegen und uns mit Infos versorgen.
Oh, Tür 19 ist offen. Aber alles gut, wie es aussieht. Ja, schön. Es funktioniert ja super. Machen wir mal Tür 31 auf. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Ah, nochmal Scrap. Oha, da ist was drin. Lass meine böse arme Drohne in Ruhe. Okay, es ist vermutlich jetzt auch... Oh nein, es ist hinterher, verdammt. Na gut, dann wissen wir jedenfalls, in welchem Raum es jetzt drin steckt. Da können wir jetzt D34 aufmachen, D31 aufmachen. Bam, bam. Navigate. Wer hat er eigentlich jetzt? Scan. Ach, Sensor. Jeremy hatte Sensor. Jeremy. Na gut, das müssen wir später vielleicht nochmal umrüsten. Obwohl, Navigate 3. Raum 3. Da können wir nochmal swappen. Da kann sich Luke sein Scan mit dem Sensor von Jeremy tauschen. Können wir in Raum 7 einen Sensor platzieren, um zu sehen, was da so abgeht. Swap. Komm. So, du kriegst meinen Scan und ich krieg einen Sensor. Alles klar. Danke für Ihre Kooperation. 3, Raum 7 bitte. Tür 30. Können wir auflassen. Sensor. Navigate 3, Raum 4. Tür 32 machen wir zu. D18 machen wir auch zu. So, machen wir mal D29 auf. Da müsste ja irgendwas rauskommen, glaube ich. Alles klar, das funktioniert tatsächlich. Das ist ja super. Ja, da greift mein Sensor an, oder was? Ah, böse. Die sind doch teuer, nicht meine Sensoren zerstören. Ja, ich hoffe, es geht gleich in Raum 2. Dann schließe ich es ein. Na komm. Alles klar, komm, schließe dich. Was? Tür, geh zu. Geh zu. Ah. Na, ob das jetzt geklappt hat. Ah, voll zu sabotieren, die Tür und die Tür zu. Okay, da ist nichts drin. Ha, machen wir nochmal. Obwohl, so vielleicht lieber nicht. Na doch, machen wir nochmal. Da ist auch was drin. Oh, na klasse. Dann machen wir das so. D29 machen wir zu. Motion machen wir an. D9 machen wir an. So. Bitte alle nach Raum 8. Raum. Das können wir auch aufmachen. Da können wir dann Raum 9 zumachen. Oh, D9 zu. Jetzt warten wir noch, bis wir D8 zumachen können. Alles klar. Funktioniert doch wie beim Zuckerbäcker. Oh, Kamerasensor. Kamera nicht kaputt gehen. Huch, hä? Was war das? Nein, mal wieder zu. So, den müssen wir jetzt eigentlich aufmachen können. Dürfte eigentlich nichts Böses mehr da sein hier. Lüftungsschacht. Na gut, das ist eigentlich was Böses. Ah. Äh,
Wenn ich das richtig sehe, müsste der Rest eigentlich erkündet sein. Soweit, da kann ich jetzt eine G. Ah, ne. Müssen D33, D34 aufmachen, der WG2 Raum 12, damit wir dann dort wieder Strom bekommen. Aha, da können wir unten rumgehen. Das ist super. D23 machen wir zu. Und die 3. Ah, das gefällt mir aber nicht mit dem Kamerabild. Hoffe nicht, dass es gleich weggeht. War jetzt hier noch irgendwas? Da ist noch irgendwas. Sieht gut aus. Da ist auch noch ein Airlock. Das ist sehr schön. Sieht gut aus. Machen wir mal D7 auf. Wenn die Räume da jetzt alle clear sein sollten. Nicht auseinanderbrechen, Schiff, okay. Nee, sieht gut aus. Ach so, alle Luftschleusen, die so... Was? Okay, da ist irgendwas kaputt gegangen. Okay. Ich schätze mal, alle Türen, die gestrichelt sind, sind irgendwie leicht kaputt. 1, 11. Wow. Hätte nicht gedacht, dass in dem kleinen Raum hier unten so viel noch drin ist. Super, super, super. Gefällt mir. Gleich noch ein D10 weiter. Okay, alles sauber. Jetzt noch D12. Komm schon, du bist auch sauber. Nein, du bist nicht sauber. Machen wir mal kurz A5 auf. Nein, ist jetzt die Tür kaputt gegangen? Nein! D12? Oh nein. That's kind of nicht so gut, aber D15 können wir aufmachen. Da machen wir einfach Navigate 1, Raum 14 und dann. Wenn da was drin ist, dann findest du es. Nix drin. Docken wir dort an, holen alle ab. Was war denn das? Wieder was kaputt gegangen? Schnell dahin. Da sammeln wir jetzt noch schnell alles ein und dann verschwinden wir von hier. Genau. Rick, du machst das, du sammelst uns alles auf, da werden wir reich. So, Raum 16 noch und dann... Okay. Ich glaube, wir sollten uns beeilen, dass wir rauskommen. Das Schiff sieht nicht mehr sehr stabil aus. Komm. Ach, jetzt tut sich auch noch radioaktive Strahlung und... oh je. Wird alles kaputt, wir müssen hier weg, schnell. Alles klar, und tschüss. Haha, oh je, das Schiff geht voll jetzt in die Hose. Aber wir haben uns 12 Scrap, schön. Und wir haben schon 19 Tage überlebt. Probe Upgrade und Sensor Upgrade, super schön. Das gefällt mir, super, super schön. Das gefällt mir, so können es weitergehen.